Hallo, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück hier in den verbotenen Sanden. Jetzt können wir uns eigentlich hier auf der Karte noch ein bisschen umschauen, ob wir hier noch irgendwas haben. Die Höhle haben wir ja, dort Eingang, die Baue, haben wir ja erledigt. Ja, Portal zu Yggdrasils Riss haben wir hier, und hier ist aber noch eine kleine Nebenmission. So, Freyrs Gabe, die verbotenen Sande. Könnten wir eigentlich mal machen, ne? Die ist direkt hinter uns. Werden wir die mal verfolgen? Ich glaube, die verfolgen wir bereits, genau. Da entlang. Okay, also dann jetzt doch hier drüber. Aber hier haben wir ja nie einen Weg gefunden, ne? Aber jetzt gibt es ja den Weg hier über die Brücke. Ende der letzten Folge, könnt ihr noch mal schauen. Da haben wir hier. Ah, die Hafkufas befreit. Eine Statue meines Bruders. Wie bizarr. Das ist Höchst echt bizarr. seltsam. Die Runen sind dunkel. Welchen Zweck hat das Ganze hier, außer die Eitelkeit meines Bruders zu beweisen? Schwer zu sagen ohne eine Inschrift. Aber die Alben haben das wohl gemeinsam erbaut. Licht und Dunkel. Damit wäre es der erste Akt der Zusammenarbeit seit Generationen. Weit entfernt von dauerhaften Frieden, aber zumindest ein Denkmal. Eines, das die Möglichkeit des Friedens symbolisiert. Die Statue hat Freyrs Abwesenheit überdauert, der Frieden jedoch nicht. Denkmale sind sinnlos, wenn ihre Botschaft ignoriert wird. Er hat den Frieden nicht nur durch Diplomatie erreicht. Seine Göttlichkeit, seine Präsenz, er hat das Land geheilt und den Frieden ermöglicht. Doch als er ging, musste wusste, dass er nicht erzielt wurde. Tja, er hatte gute Gründe. Ein Schwachkopf hat seine Schwester überredet, einen Irren zu heiraten. Okay, hier haben wir. Warte mal, Freya, kannst du dort? Anderen Pfeil bitte. Ah ja, okay. Und da haben wir dann nicht so viel Zeit, ne? Wenn ich das richtig sehe. Du sagtest, Denkmal sei sinnlos. Warum diese Verwirrung? Es war lange Zeit verborgen. Vielleicht kann es jetzt als Mahnung dienen. Ja, nichts ermahnt ein Volk besser als gemeißelter, gut beleuchteter Marmor. Das ist richtig. Statuen wurden ja sehr oft gebaut, ne? Hier, das könnte man eigentlich aktivieren. Aber irgendwas fehlt dazu. Das hier können wir nur mit einem Dämmerstein durchbrechen. Aber wir können hier nicht. Ach so, wir müssen hier. Warte, wir haben doch. Da unten steht doch. Warte. Habe ich doch gesehen im Augenwinkel da hinten. Da steht doch so ein Kristall, ne? Die Kristalle erzeugen doch die Lichtenergie. Ergo. Ergo können wir, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir hier ja noch nicht durchkommen, weil der Dämmerstein fehlt, diesen Kristall erstmal hier oben rein platzieren. Dieses Portal. Und dann dementsprechend reagieren. Warte, ich muss hier. Diese Kristalle enthalten ihr eigenes Licht. Du hast recht. Normalerweise müssten wir dafür sorgen. Wenn wir einen Kristall auf der anderen Seite anbringen, bringt das vielleicht Licht in die Sache. Brauchen also ein Kristall für jede Seite? Kann das sein? Kann das sein, dass wir ein Kristall für jede Seite brauchen? Hier geht's aber nicht weiter, ne? So, was war hier dahinter? Ich muss mal genau schauen. Da ist ein Kristall dahinter. Okay. Halt erstmal. Das Äxtchen zurückholen. Und ein bisschen Hacksilber einsammeln. Und hier haben wir den zweiten Kristall. Und das ist schon mal gut. Und komm her. Yes, sir. So, haben wir aber das Rätsel mit dem Dämmerstein noch nicht gelöst, ne? Und hier ist der Kristall, der sein eigenes Licht enthält. Und der muss eigentlich auf die andere Seite. Aber mit dem hier müssen wir ja auch irgendwas machen können, ne? Dann platzieren wir mal hier rein. So, yes, sir. Zack.
Und dann können wir uns eigentlich ja theoretisch den hier holen. Dann ist die Brücke weg, okay. Das Ding leuchtet auch, okay. Wir können den Kristall, der da unten war, dort rein platzieren. Den hier brauchen wir quasi nicht, ne? Den hier, den kriegen wir da ja nicht hin. Mit irgendwas müssen wir doch das Ding dort aufbrechen können. Ich glaube nicht, dass wir mit Dämmerstein, also mit dem Kristall hier springen können. Nein, können wir nicht. Ablegen kann ich den nicht. Sehr schön, Freya, sehr schön, sehr schön. Du schaffst das. Irgendwie hinter das Tor. Ach, ich liebe solche Rätsel. Das heißt, wir bringen den Kristall jetzt hier wieder weg und aktivieren wieder die Brücke. Weil wir können den nicht ablegen. Es wäre halt cool, wenn wir so einen Kristall auch mal ablegen könnten. Wir müssen also einen Weg finden, das hier zu zerstückeln. Das sind doch Dämmersteine hier unten drunter. Genau, jetzt die Brücke aus. Okay, ich hab so eine kleine Idee. Wenn wir den Kristall jetzt hier hinten wieder anbringen, nur weil wir ihn einfach nicht ablegen. Doch, wir können ihn ablegen, okay. Jetzt geht's auf einmal. So, und jetzt können wir das da mit Hilfe von dem Dämmerstein zerstören. So. Axt zu mir. Dann holen wir uns jetzt den hier. Komm her. Yes, sir. Aktivieren die Brücke wieder. Ah, ist das schön. Ah, Frühsport. Und so, und hier rein. Yes, sir. So, Bridge is reactivated. Und jetzt holen wir uns den. So. Platzieren den, weil die Brücke hier nach draußen brauchen wir erst nicht, weil wir müssen ja das Rätsel hier drinnen lösen. Jetzt bringen wir den Kristall einfach da hoch. Platzieren den in den dafür vorgesehenen Sockel. So, und dann bricht hier wahrscheinlich die Hölle los. Zack, zack. Anscheinend können wir jetzt auch die Inschrift lesen. Na dann. Mimir, das ist deine Aufgabe. Ne? So, Mimir. Dem Erleuchteten zu Ehren. Möge seine Gabe des Lichts ewig strahlen. Gabe des Lichts? Das Licht der Kristalle. Es ist jetzt im Sand. Sieh mal einer an. Freyrs Gabe ist ein Geschenk. Verstanden? Verstanden. Das ist nicht witzig. Er beschwört eine Wolke von elektrisch geladenen Glühwürmchen um sich herum. Also auch nicht so verkehrt, ne? Und schwupp, können wir hier wieder rausgehen. Na, sie schaut zwar hier noch, aber immerhin, wir haben die Statue reactivated. Aber hier rein kommen wir trotzdem nicht. Das ist auch egal, ne? Diese Nebenmission haben wir erledigt erstmal. Ah, schön. Denke ich auch nicht. Ja, denke ich auch nicht. So, das haben wir erledigt. Mystisches Tor haben wir. Das ist hier Grabstein, ne? Die schaffen wir noch nicht. Die machen wir dann, wenn wir die Quest so relativ durch haben, ne? Die Schluchten. Wir könnten eigentlich, guck mal hier, der Riss, ne? Bevor ich Faye traf, war ein Leben in Frieden für mich unvorstellbar. Okay, wir laufen genau drauf zu. Tod auf unseren Reisen nach Jötunheim fand ich den Frieden allein. Es bleibt meine Verantwortung, ihn hier zu bewahren. Vielleicht finden die Alben eines Tages Frieden. Sogar ohne Freyrs Führung. Seine Präsenz führt sie weiterhin. Ob es ihnen bewusst ist oder nicht. Richtig.
Oh, jetzt bin ich erschrocken. Es waren nur die Hunde. Was? Ne? Ich sag Hunde. Es ist ein Hundeschlitten. Es ist und bleibt ein Hundeschlitten. So, hier hatten wir schon gebettelt wie die Bekloppten. Das geht nicht auf. Das kriegt man nicht auf. Hier quetschen wir uns mal durch. So, schlank wie wir sind. So. Und das hier nehmen wir mit. Ein Abzeichen. Ein Ehrenabzeichen. Die Alben hatten so recht. Sie hängten sie vor ihren Hütten auf und zeigten so meinem Bruder. Alter. Zwei? Ja. Ja, du mich auch. Das ist zu eng hier. Oh, nee. Nee, das ist nicht in Ordnung. Weil ich wollte gerade ausholen. Bella, nimm mal bitte deine anderen Pfeile. Bella! So, erstmal den hier. Oh, enthaupt! Ah. So, was ist der zweite? Gut, ich brauche meine Klingen. Boah. Uiuiuiui. Haben ein bisschen Energie verloren hier. So, da haben wir uns auch gleich wieder ein bisschen Gesundheit zurückgeholt. Wir wechseln wieder auf der Axt und greifen mal rein hier. So. Sehr schön. Damit haben wir Yggdrasils Riss hier auch geklärt. Mehr wäre hier nicht, ne? Mehr konnten wir hier nicht mehr machen. Hier runter ging es auch nicht viel zu hoch. Das ist nur Deko. Gut, sehr schön. Da haben wir ein paar Fertigungsmaterialien hier eingeheimst. Dann könnten wir ja jetzt tatsächlich. So. Was war denn das hier eigentlich? Ach so. Das war eigentlich sinnlos. Gut. Blick auf die Karte. Erledigt. Wie gesagt, Grabstein schaffen wir noch nicht. Gibt es ja tatsächlich zwei Berserker-Grabsteine und Berserker-Grabsteine. Hier gibt es tatsächlich zwei davon. Gut, da können wir dann, wenn wir die Hauptquest erledigt haben, hier nochmal her. Und hier nochmal ein bisschen battlen. Und dann werden wir jetzt erstmal. Vielleicht können wir die beiden hier nach Vanaheim zurückbringen oder nach Midgard. Becky und Svatna könnten Gesellschaft brauchen. Wir haben Zwinger. Das wäre nicht gut für sie. Wenn ein Wildtier sich an ein Land gewöhnt hat, ist es grausam, es wegzubringen. Du hast vermutlich recht. Es ist nur so einsam hier. Es ist friedlich. Sie haben einander. Das reicht aus. Richtig. Wollte ich gerade sagen, es ist nicht immer gut, Tiere aus ihrer gewohnten Umgebung herauszureißen, herauszueisen. Nur um, ja, von Menschen gedacht, ne, dass es ihnen woanders besser geht. Tiere melden sich schon, wenn es ihnen nicht gut geht. Ja, die zeigen das. Ohren hängen lassen, Erzähl Schwanz weiter, hängen lassen. Was du über das Orakel in deiner Heimat sagen wolltest. Sie half dir gegen den Kriegsgott, weil sie Vision hatte, dass er den Olymp zu Fall bringen würde. Ja, und mein Sieg über Ares machte mich zum Kriegsgott. Aber jetzt erstmal genug davon. Okay, gesammelte Schlüsselhälften.
Wo haben wir das jetzt aktiviert, diese Nebenquest? Die ist direkt hinter uns. Was, da irgendwo? Okay, dann können wir hier doch noch nicht ganz aufbrechen. Wir haben gerade irgendeine Quest begonnen. Bruder, erzähl weiter, was du über das Orakel in deiner Heimat sagen wolltest. Jetzt nicht. Sie half dir gegen den Kriegsgott, weil sie Vision hatte, dass er den Olymp zu Fall bringen würde. Ja, und mein Sieg über Ares machte mich zum Kriegsgott. Letztendlich habe ich ihre Untergangsvision bewahrheitet. Also hat das Orakel genau die Zukunft herbeigeführt, die es verhindern wollte. Damit sind wir wohl in guter Gesellschaft. Das stimmt. So, wir müssen also Schlüsselhälften sammeln, damit wir dann doch durch das Tor durchkommen. Der zweite Schlüssel. Ja! Sieht so aus. Die letzte geheimnisvolle Tür ist ja schon eine Weile her. Und aufgeregt. Typisch. Wir können diese Tür öffnen. Okay, da gibt es bestimmt einen mega krassen, ultimativen Fight. Könnte ich mir vorstellen. Weil hinter einer Tür verbirgt sich immer irgendwas. Ja, jetzt können wir da doch rein. Und war mir hier gar nicht mal so verkehrt gewesen, ne? Hoppala. Zack. Jawohl, ja. Na dann, machen wir auf das Ding hier. Renn damit. Und es ist nicht erfreut. Mach dich bereit. Ein Drache. Sehr schön. Greif da an. Zurück. Wie? Uah, der kommt mir gefährlich nahe. Okay. Ja. Freya, könntest du eventuell? Nein! Ja. Warte mal, ich sehe hier die gelben Dinger am Ärmchen. Ich warte immer zu lang, ne? Naja, lenk mal ein bisschen ab. Ja, sagte sie und. Freya, bitte deine Valkyrenform. Alter. Nein. Freya, sollst du auf das gelbe Ding zielen? Shit, ich wollte zielen. Oh, da ist das hier eng. Ja, da hat er mich gerade an was erinnert. Vorsicht vor den Schuppen! Ja. Okay, das mit dem Schild war eine gute Taktik. Also guter Tipp. Entschuldigung? Ja. Oh. Kriege ich hier auch mal irgendwo, liegt hier dann mal irgendwo Gesundheit rum ein bisschen? Jetzt greift er zweimal an, okay. Okay, Leute, es wird ein bisschen ein längerer Kampf.
Ja, schon gesehen. Ah! Hab geblockt! Macht er zweimal wieder? Oh, er hat Freya weggerannt. Oh. Achtung, die Schuppen! Ja. Boah, ich bin nur am Ausweichen. Ich komme gerade probieren, Elden Ring. Boah, Alter. Vorsicht vor den Schuppen! Ja. Und dreimal macht das jetzt. Boah, nee, ich hab geblockt. Freya, du müsstest. Einmal. Vorsicht vor den Schuppen! Ja. Ah. Ich hab keine Gesundheit, ne? Komm schon, gleich haben wir. Vorsicht vor den Schuppen! Ja, Mann. Alter Schwede. Was hatte ein Drache denn da zu suchen? Ich weiß es genau, wie du, einen Drachen einzusperren. Ich weiß nicht, bin ich beeindruckt oder entsetzt? Was auch immer. Es ist vorbei. Alter Schotterwanst. Wir haben diesen Drachen der Wüste von Alfheim hinter einer Tür gefunden. Ich hatte mit einem Schwanz oder einem neuen Wüstengebiet zum Erkunden gerechnet, stand aber stattdessen vor einer Bestie. So etwa wie die blauen Markierungen an ihrem Kopf hatte ich noch nie zuvor gesehen. Man hätte sie als schön bezeichnen können, wenn die Kreatur nicht versucht hätte, ihre Fangzähne in mein Fleisch zu graben. Ganz genau. Einzigartige Ressourcen gefunden, sehr schön. Okay. Können wir Waffen, Leviathan-Axt, leichter Runenangriff, Gallis Schneider, ein Axt, oh, okay, durch wiederholtes Drücken von der 1. Ich habe mal Hitzberührung. Extrem schneller Energiestoß, der alle Gegner in der Nähe ins Taumeln bringt und zurückstößt. Auch geil, okay. Aber Scully schneidet es halt geil, ne? Was haben wir jetzt hier noch? Warte mal, wir haben doch irgendwas haben wir noch bei Waffen? Bei Freyas Beschwörungen. Den Sturmruf, Freya beschwört eine Wolke. Ja, können wir mal ausprobieren. So, dann haben wir noch was bei Rüstung bei Kratos. Ein Amulett hätten wir. Elfheims Kraft, Elfheims Glück und Elfheims Tugend. Das ist ein Set. Das ist ein blaues Set. Das ist so leicht hellblau, ne? Set-Bonus. Ausweichen in letzter Sekunde verstärkt gerade das nächste Angriff basierend auf seiner Stärke. Nicht schlecht. Das ist alles, das ist Stärke-Bonus. Okay. Gut, Freunde. Nächste Folge machen wir dann wirklich zurück zur Hauptmission, weil ich denke, wir haben hier jetzt alles, also wirklich alles erledigt, bis auf die Grabsteine und die machen wir ja später, ne? Laden im Tempel des Lichts, den brauchen wir nicht, weil hier haben wir auch noch einen Laden und von daher gehen wir zum mystischen Tor zurück. Das markieren wir uns gleich mal. So. Und dann fahren wir mal hinein in die nächste Folge, also dran geblieben. Reingehauen, liebe Grüße, euer Rob.